Obwohl es für die deutschen Olympioniken im Kampf um die Medaillen gerade sehr gut läuft, wehen die deutschen Flaggen in allen Wettkampfstätten und im Olympischen Dorf seit Montag auf Halbmast. Der erst 35-jährige Kanutrainer Stefan Henze verstarb infolge eines Autounfalls. Der deutsche Coach war in einem Taxi unterwegs, als er sich ein schweres Schädel-Hirntrauma zuzog. Trotz einer Notoperation konnte er nicht mehr gerettet werden. Eltern und Bruder des Trainers waren noch vor dessen Tod nach Rio gereist, um die letzten Stunde an seiner Seite zu sein. Diese genehmigten nun die Entnahme von 4 von Henzes Organen, die direkt weitertransplantiert wurden und so 4 Menschenleben retten konnten. Die Leber, beide Nieren und das Herz des Deutschen wurden an schwerkranke Patienten weitergegeben, die so trotz dieser tragischen Umstände eine Chance auf ein weiteres Leben erhalten haben. Ihre Dankbarkeit und die der Ärzte und Chirurgen liegen bei Stefan Henze und seiner Familie. Weitere aktuelle News findet ihr täglich auf joyce.de.